Hallo, hier ist Konstantin. Ich komme jetzt vorbei. Seid ihr wach? Hallo? Was willst du denn hier? Es ist 3 Uhr. Hier liegt ein Brief. Den brauche ich. Franziska hat gemeint, die hat den bei euch vergessen. Was für ein Brief? Das Gutachten. Das Unfallgutachten. Keine Ahnung, hier ist kein Brief. Jetzt schau einfach mal nach. Der muss hier sein. Geh nach Hause. Geh ins Bett, hier ist kein Brief. Guck doch einfach jetzt mal nach. Nein! Mann! Hallo? Hey, Jan hier. Das ist das Gutachten? Ja. Alex hat es. Was? Warum? Ja, weil er es wollte. Ach, Scheiße. Alles gut? Ja. Alles gut. Was siehst du hier für eine Scheiße ab? Was soll das alles? Glaubst du, du hättest damit irgendwas erreichen können? Nach umfassender Prüfung der Umstände ist anzunehmen, dass der Sturz der Person Nadine F. durch eigene Unachtsamkeit ausgelöst wurde. Ein Fremdverschulden ist nicht anzunehmen. Das sage ich dir die ganze Zeit. Komm, verarsch mich nicht. Ich weiß genau, was da passiert ist. Du warst mit ihr in irgendeinem Raum. Und dann wolltest du dich an sie ranmachen. Und dann ist sie abgestürzt. Das stimmt nicht. Wer sagt denn das? Das stimmt nicht. Gib mir den Brief. Was willst du denn noch von mir? Nicht eine beschissene Sekunde hast du irgendwas bereut. Nicht einmal zur scheiß Beerdigung bist du gekommen. Was hätte ich denn tun sollen? Mich anstarren lassen? Rumheulen? Darauf hören, so zu tun, als wäre nichts passiert! Aufhören, so zu tun, als würdest du um deinen eigenen Arsch gehen. Einmal daran zu denken, was andere empfinden.
Nur einmal zu sagen, dass es dir leid tut. Einmal. Ja, es tut mir leid.